Hier waren wir dann schon, ne? Oh, wait! Ich habe gerade gesehen, welcher... Ah, das ist nur in der Hälfte des Raumes. Deswegen kam hier nichts mehr runter. Gerade gesehen, welcher Raum das war, als ich die ganzen toten Köpfe auf dem Boden gesehen habe. Da ist mir gerade was aufgefallen. Ich muss da noch einmal kurz hin. Mir ist nämlich aufgefallen, dass das Ding, was da runter segelt, hätte ich an einer Stelle sogar drauf gehen können. Also da drauf. Drauf gehen kann ich immer. Genau. Haha. Ist sogar wirklich noch was. Was haben wir denn hier noch für ein Secret? Keine Gegner, weil gut verstecktes Secret? Oh. Oh. Der Dude, der mich gerade gesagt verprügelt hat, der Andreas. Ah, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Jo. Wir haben unseren eigenen Türsteher. Ja. Dann ist jetzt der Spaß, hier gleich an der einen Stelle einfach runterzuspringen, anstatt auf das Ding drauf zu gehen. Nichts gegen den Namen, ich habe was Epischeres erwartet. Ja. Ja. So. Das ist die Sache. Ist direkt unter mir ein Durchgang? Ich würde sagen, ja. Dann versuchen wir erstmal an diesen, zu diesem Durchgang zu gehen. Okay. Safe. Noch einer? Und wir eine. Oh, eine Leiter. Das ist die Sache. Da ist nur noch ein Item. Und sonst... Ist ja die Frage, ob dahinter in dem Raum noch was ist. Wir laufen erstmal durch. Und nehmen das Item jetzt noch eben mit. Jetzt hab ich, so habe ich viel mehr... So habe ich viel mehr Zeit, es zu greifen, wenn ich es schaffe, es zu greifen. Ah, wir müssen Drachenblitzfett. Da wäre noch ein Fahrstuhl. Und der führt mich wahrscheinlich runter. So langsam zum Boss. Wir müssen gleich nochmal kurz zurück. Um dann noch die Leiter zu nehmen. Ja, wir gehen erstmal zurück und nehmen die Leiter da hinten. Ist potenziell vielleicht nur ein Rückweg. Vielleicht auch ist da der Schalter, um die Tür vom Boss zu öffnen. Wir werden es ja sehen. So, einmal kurz aktivieren das Ding. Und schnell durch. Stuff. Oh, Tatsache, es ist wirklich nur Rückweg. Na gut. Hätten wir das aber auch gesehen einmal. Gut, dass ich Handschuhe trage. Sowas könnte sonst echt wehtun. So, einmal aktivieren und durch. Wir haben auch jeweils eine Heilung.
Nicht viel. Ah, hier ist eine Statue der Marika. Okay, die gilt auch ab jetzt. Perfekt. Das heißt, wir sind ab jetzt erstmal safe. Komm mal her. Kannst du mal näher kommen, ohne runterzufallen? Sehr schön. Verdammt, ich habe den gesehen. Aber meine Reaktionszeit war eher so die einer Schnecke. War noch jemand? Nee, okay. So, letzte Heilung. Ich sehe doch, dass da hinten jemand steht. Dann nehmen wir den erstmal weg. Schön, dass mein Gift einfach nichts gebracht hat. Immer diese Gift-Immun-Gegner. Moment. Das war ja nett, dass er sich angekündigt hat, bevor ich überhaupt in den Raum reingegangen bin, der Gegner. Dachte ich so, hallo! Oh wait, ich bin zu früh. Ich habe meinen Einsatz verpasst. Was? Was sind das denn für Zauber? Hä? Ach ja, ich habe keine Heilung mehr. Oh. Nun. Okay. Ein interessanter Bossraum. Okay, dann machen wir jetzt einmal kurz Running in the 90s. Nope. Einmal an allen Gegnern hier vorbei, direkt links in die Ecke rein. Warten kurz mal, ob uns irgendwas folgt. Ah, da fängt das an. Okay. Die ziehen sich erstmal zurück. Da ist der nächste Raum. So, fällt. Wow, 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 wow! Frech! Mit Eigenlocken, ob hier mir nochmal jemand runter auf den Kopf fällt. Aber nein, ich fall fast hier einfach. Der hat da noch jemanden, der ihn beschützt, leider. Wobei, Moment. Kann ich nicht einfach von hier aus erreichen? Nice. Easy. So, und jetzt hier einmal nochmal durchlaufen. Zu dem Dude. Sehr schön. Was hast du hier jetzt beschützt? Eine Schattenreichrune. Komm mal her erstmal. Alle der Reihe nach. Auf die Töpfe. Das hat fast funktioniert.
Kannst du bitte mal hochkommen? Danke. Was? Kann ich, dass das ja nur ein zweiter war. Also ich wusste, dass da ein zweiter war, dass er schon kam, habe ich nicht gesehen. So. Kann man auf das Ding auch drauf? War schwierig. Oh! Oh! Ja, kann man. Da hinten ist noch ein Aufzug. Nee, da gucke ich erstmal hier rein. So. Dann komm mal runter. Und ich spring rein. Und darf direkt raus. Zu einer Truhe. Cool. Kriegsasche Blitzbolzen. Ist wahrscheinlich eine für Bögen? Nee, für Nahkampfwaffen. Aus der niedrigen Haltung heraus verwandelt sich der Körper in einen Blitz und stürmt mit rasender Geschwindigkeit geradeaus. Das klingt ja stylisch. Hilfe? Komm mal runter. Den aktivieren. Durchlaufen. Was ist das für eine gebrochene Rune? Also wir sind immer noch nicht unten angekommen. Wie riesig ist einfach diese Katakombe, bitte? Die ist einfach so groß wie zwei oder drei normale Elden Ring-Katakomben. Ah, hier ist nochmal eine neue Statue der Marika. Das ist immerhin gut. Das heißt, er hat sogar zwei Checkpoints hier drin. Das ist ja sehr nett. So. Einmal aktivieren. Sicherheitshalber auch schon mal wieder auffüllen. Und rein da. Was haben wir denn? Ah, das ist der Angriff, den wir gerade bekommen haben. Wollte zweimal trinken. Der sieht schon echt stylisch aus, der Angriff. Ich dachte ein Blitz, nicht fünf. Oder keine Ahnung, wie viel das waren. Junge, kannst du auch mal bluten? Der hat sich einfach wieder voll geheilt. Was? Okay. Ja, da holen wir uns Verstärkung eindeutig dazu. Meine Ruhe nehmen haben. Warte, Moment.
Schon wieder erwischt. Das ist ein neuer Angriff, den habe ich gerade noch nicht gesehen. Als ob ich bin... Alter! Was? Der hat sich schon wieder fast komplett hochgeheilt. Der mag keine... Du kannst doch nicht diesen Move zweimal dem Boss geben. Und vor allem, ich bin doch ausgewichen, ja? Nein, ich wollte ihn gerade... Wir haben ihn schon zweimal getötet, ne? Kajuschka, danke für 3 Monate treu. Super geil von dir. Was? Also einmal sich wieder voll heilen. Okay. Finde ich zwar nicht geil, aber okay. Kann man mal akzeptieren. Aber zweimal? Und vor allem, ich bin ausgewichen? Kannst du bitte nicht zum Start des Kampfes direkt deine Blitze werfen? Ja, geil. Das war ja ein schöner Kampf. Dem Boss machen wir wenigstens Schaden. Auch nicht jetzt unbedingt den besten Schaden, aber zumindest ein bisschen, ja. Ich bin so schnell gestorben, dass einfach mein Stuff... direkt noch vor der Arena lag. So. Wie hat er da verfehlt auch noch? Oh, er hat es zweimal gemacht, natürlich wieder. So, diesmal bin ich aber ausgewichen. Aber dafür spielt er jetzt seinen Blitz-Beyblade und killt mich einfach damit. Also, pff, warum auch nicht? So, ist dunkel. Ich hatte schon zur Ankündigung gelesen, Bosse auf Malenia-Niveau. Hi. Ist leider schon witzig, wenn er einfach mitten in der Combo einfach sein Ziel wechselt. Und sich einfach denkt so, ja, ich greife jetzt Yuna an. Ne, jetzt greife ich lieber Yana an. Okay.
Ich denke mir so, ja, er greift jetzt ja dort an. Und plötzlich so denkt er sich so, nee, 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 nee. Ich habe mein Ziel gewechselt. Nein! Ich wollte ihn gerade zu Tode backstabben. Jana, bitte. Mach nicht diesen. So. Wie, du stehst nochmal auf. Pupa Bernstein-Medaillon 3. Okay. Uff. Akrämpfchen. Sollte ich aber einmal gerne noch zum Grace. Aber das ist natürlich da unten. Also gehen wir nochmal wieder runter. Vielleicht sollte ich anfangen, mir mehr Leben zu geben. Das Problem ist, wobei, das könnte man auch mit einem Talisman regeln, dass man mehr sich heilt. Erhöht die maximalen LPs bis ans Äußerste. Naja, 170 mehr. Ist die Frage, wie viel das ans Äußerste ist. Wir machen erstmal den Schaden noch bis zu 70 hoch. Und dann gucke ich mal, ob ich, keine Ahnung, nochmal 20 Level in Ausdauer stecke. Vielleicht werde ich einfach für den nächsten Stream diesen einen Vogel 300 Mal in den Abgrund schießen, um mir 20 Level-Ups auf mein Leben zu geben. Dann überleben wir auch mal ein bisschen was. So. Hier waren ja irgendwo noch ein paar kleine Gegner. Da. Alle weg? Alle weg. Ne, in die Richtung will ich. Ich markiere mir das mal. Ich senke die Vogelpopulation auf 1 runter, ja. Was bist du denn? Ach, ein Bär. Du kannst da stehen bleiben. Kein Bock auf dich. Anscheinend hast du Bock auf mich. Ich hätte dich verschont. Da überhaupt hin? Oder ist das hier oben eine Sackgasse? Ich glaube schon fast, das ist so eine kleine Sackgasse da, nur mit dem Ding da in der Ecke. Hoch. Na, wobei? Nee, da geht's nur wieder zu den anderen Dudes zurück. Ja, das ist wirklich nur so eine kleine Schlucht. Na gut, das heißt, da kommen wir gar nicht hin. Das heißt, wir sind hier jetzt soweit erstmal fertig. Und dann kann ich das hier auch einmal wegmachen. Und dann würde... Da können wir noch hin, da sind wir noch nicht lang gegangen. Dann gehen wir da erstmal hin. Bevor wir zu dem anderen großen Dungeon gehen, der da noch offen steht. Ach ja, der liegt ja auch immer noch da am Boden. Ja, Birdie. Moment. Einmal wieder abdunkeln. Kannst durch. Wie weit hört man den? Sehr weit anscheinend. So, dann können wir nämlich hier den einmal, ne? Nein, wegmachen. Dann erkunden wir erstmal noch ein bisschen die Gegend. Wir können zumindest auf dieses Plateau und gucken, wie weit uns das führt.
Ist auch wieder ein echt. Das ist die Frage, welche davon sind echte Vögel und welche sind einfach nur Statuen? Einfach immer in deren Rücken. Da ist ein echter Vogel. Komm mal runter. Komm auch runter. Da sind sogar zwei noch. Okay. So. Da haben wir noch so ein paar Items hier mit. Und reiten am besten nicht in den Abgrund. Und unter uns war ja schon was. Vielleicht ist ja hier oben noch was. Auf der Spitze des Berges. Vielleicht auch einfach. Hilfe, nicht. Oh, ein Turm. Komme ich da auch von hier aus dran? Yes. Was? Ah, ein Vogel. Wo kam der plötzlich her? Ja, ei. Dachte ich mir auch so. Die Säule der Unterdrückung. Bringt mich jetzt hoch oder runter? Oh, okay. Sehr weit hoch. Oh, nice. Ein Schmiedestein. Und? Die absolute Mitte des Zwischenlands. Hier stranden alle Arten von Tod, um verdrängt zu werden. Okay. Das heißt, das hier ist so die Mitte von allem? Hätte sogar eine schöne Aussicht auf den Baum gehabt. Naja.